Einen wunderschönen guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück und heute mal wieder ein Wort zum Sonntag. Was ist los? Was juckt es dich? Juckt es dich? Muss ich dich treffen? Ja, dich auch. Komm her! Luzi, komm her! Okay, was ich sagen wollte an diesem Sonntag, das handelt sich heute um Menschen, um Hunde, um Hundehalter und um die Tatsache, dass Menschen, nein, Hunde auch nur Menschen sind. Ja, der aktuelle Anlass dafür, ich stelle in den letzten Wochen, Monaten, 2 Jahren fest, dass immer mehr Hunde zu Begleitern immer mehr Menschen werden. Wobei sich die Frage stellt, wer hält wen? Erziehen die Hunde die Menschen oder die Hunde die Menschen, die Hunde oder wer bekleidet wen? Es ist interessant zu beobachten. Allerdings meine Negativbeobachtung, gerade heute Morgen auf dem Campingplatz Holleporte sind wir umzingelt von Hundehaltern mit jungen Hunden. Und diese jungen Hunde, die bellen, die jaulen, die jammern, die wünschen sich dringend Bewegung. Aber die Hundehalterinnen und Hundehalter gucken nur doof, scheißen ihre jungen Hündchen, wunderschöne Hunde übrigens, zusammen, rauchen eine Kippe nach der anderen, werfen ihnen irgendwelches bescheuertes Spielzeug zu. Zum Beispiel hat ein Nachbarhund, ein 9 Monate alter, schöner, mittelgroßer Nachbarhund, einen Stoffhund zum Zerfetzen. Das ist sehr, sehr nützlich, wenn er mal auf richtige Hunde trifft, die er dann auch gerne zerfetzen möchte. Okay, was ich sagen wollte, junge Hunde brauchen jede Menge Bewegung, alte Hunde brauchen Bewegung und Menschen bräuchten auch dringend Bewegung und die Hundehalter, die wir in letzter Zeit beobachten, die schnallen gar nicht, dass Hunde keine Kuscheltiere sind, sondern Bewegungstiere, die von ihrer Geschichte her Laufhunde sind, laufen möchten, rennen möchten, sich bewegen möchten, spielen möchten. Und wenn sie das genug am Tag bekommen, dann sind sie auch still, ruhig, chillig, ruhen sich aus und gehen niemand auf die Nerven, wie aktuell die Hunde und Hundehalter und Hundehalterinnen rund um unseren Campingplatz Holleporte. Und da kommt mir manchmal die Galle hoch und ich würde den Menschen am liebsten sagen, dass sie irgendwie nicht die richtigen Menschen für Hunde sind. Kuscheln tun die auch nicht mit ihren Hunden. Ja, wenn ich immer wieder erlebe, wie schöne Dinge wir mit unseren Hunden erleben und wie die Hunde bei uns dazugehören, tun mir die Hunde, die gelangweilt irgendwo rumsitzen, noch mehr leid. Und ganz oft würde ich sie am liebsten von der Leine abmachen und mitnehmen, dass sie ein bisschen mehr vom Leben haben. Gell, Lud? Lip, 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 lip